Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier gerade die Oberaction gehabt. Meine Speicherkarte ist kaputt, das heißt, die fliegt auseinander. Also wenn das die Speicherkarte ist, ist die so auseinandergegangen. Und man kann auf der Seite doch diese Karte schreibgeschützt machen und diesen Hebel, der ist nicht mehr vorhanden. Jetzt kriege ich da nichts mehr runter und nichts mehr drauf und ja, Riesenchaos. Ich habe jetzt eine andere Speicherkarte, aber da steht, dass die irgendwie nicht mit der Kamera funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das jetzt ausprobieren und ich hoffe, alles wird gut gehen. Ich werde erstmal meine Eyeshadow Base benutzen. Und zwar heute mal die von Rival de Loop. Wie ihr wisst, bin ich ja nicht so zufrieden mit der Primer Potion. Und ja, was soll ich sagen? Wir probieren jetzt einfach mal was anderes aus. Und wie ich schon in einem vorherigen Video angekündigt habe, werde ich heute mal wieder die Blue Had Me at Hello Palette von Wet n Wild raussuchen. Also ich habe sie schon rausgesucht, wir werden aber damit was schminken. Und zwar ist das das Stück. Ich mache sie mal auf. Ja. Genau. Ich bin sehr gespannt. Wir wollen vielleicht mal wieder was Intensiveres machen. Obwohl Blau natürlich dann immer ein bisschen schwierig ist. Wir fangen an, indem wir erstmal, ich werde doch eine helle Farbe überall benutzen, diese Farbe ganz vorne aufs Lid geben werden. Und dann werden wir versuchen, das langsam einzublenden, bis wir eben hinten am Lid angekommen sind. Also ihr seht, die Farbe ist schon sehr intensiv. Wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache, aber ja. Wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren. Dann nehme ich nochmal ein bisschen was von dem Hellblau. Jo. Und jetzt werde ich diese Farbe hier nehmen und werde die erstmal ein bisschen mit der mischen und gebe mir die jetzt erstmal hier so in die Lidfalte. Ich nehme mir nochmal das Türkis, weil ich das hier noch ein bisschen intensivieren möchte. Und gehe jetzt nur in das Blau rein. Es ist jetzt sehr farbintensiv, aber wir sind ja noch nicht fertig. Und jetzt nehme ich mir einen Blendepinsel. Das ist der von Zoeva, die Nummer 227 aus der Cosmopolitan. Und werde versuchen, das damit so ein bisschen schon mal zu verblenden. Ohne irgendwelche anderen Mittel und Farben, sondern einfach nur, damit wir hier so ein bisschen schon mal arbeiten, vorarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen Satz beenden soll. Wie so oft. Ja, dann haben wir erstmal dieses Ergebnis hier. Bevor wir weitermachen, werde ich von P2 einen Perfect Look Kajal verwenden in der Farbe Turquoise. Und den werde ich, ups, erstmal auf meine untere Wasserlinie aufgeben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut mitfilmen kann, aber ihr wisst bestimmt, wie man das macht sonst, ne? Dann sieht das erstmal so aus. Ich nehme jetzt mein Puder und versuche das hier erstmal so ein bisschen zu verblenden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier haben wir irgendwie viel mehr Blau als hier. Dann werde ich nochmal in den mit dem anderen Blendepinsel, wenn ich ihn finde,
Da ist er. Nochmal in das Blau gehen, aber wirklich nur ganz, ganz wenig, weil ihr seht, oder ihr habt vielleicht in meiner Lidschattenpalette, Palettensammlungsvideo gesehen, dass die echt krass pigmentiert sind und wir wollen es jetzt nicht da übertreiben. Aber einfach um das nochmal anzupassen. So. Moment. So, Dille. Ja. Wir lassen das jetzt erstmal quasi so. Und ich glaube, ich möchte noch ein bisschen mehr von dem Kajal haben. Weil irgendwie finde ich, dass die Farbe nicht so gut auf meinen Dings hier ist. Auf meinem Augen. Ah, Wimpernkranz. Augenkranz, auch ein schönes Wort, ne? Und ich habe etwas neu gekauft und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Von Essence habe ich mir nochmal so eine bunte Mascara gekauft und das ist einfach die türkisfarbene, die 04. Die gehen, soweit ich informiert bin, auch aus dem Sortiment, darum ja, habe ich zugeschlagen. Ich werde jetzt erstmal meine Wimpern biegen und dann probieren wir die doch einfach mal aus, wenn die genauso gut. So, Chaos, 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 meine Speicherkarte war leer. Ich werde jetzt von Essence diese Mascara verwenden, die ja leider aus dem Sortiment gehen. Und das ist die Farbe. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Wir probieren die jetzt einfach mal aus. Ich habe irgendwie Haar im Weg. Ganz interessante Sache. Ich finde die Mascara richtig gut vom Auftrag her. Das Ding ist nur, man sieht jetzt die Wimpern halt nicht mehr wirklich, ne? Wir machen jetzt mal weiter. Ach doch, man sieht das schon. Das ist eigentlich ganz interessant. Also das ist jetzt auf jeden Fall kein Alltags-Make-up. So, wir gehen nochmal in das Fläschchen. Also die Farbabgabe ist hier auch sehr, sehr gut. Ich hatte ja die blaue davon schon und die war auch schon gut. Ja. Ich mache mal die andere Seite. Und so sieht das dann aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ganze Gesicht noch machen möchte, weil ich meine, so ist jetzt kein Alltags-Make-up. Aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach doch. Ich werde erstmal meine Augenbrauen machen. Im Schnellverfahren. Wenn man natürlich jetzt ganz fancy drauf war, könnte man sich noch die Augenbrauen mit dieser Mascara machen, ne? Also das wäre eigentlich auch eine ganz lustige Sache. Aber das wäre dann doch schon sehr. Weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Nicht, dass ich jetzt das unbedingt als Alltags-Make-up ansehen würde, aber so ist noch ja, machbar. Wenn ich das jetzt noch auf die Augenbrauen gegeben hätte, wäre ein bisschen krass gewesen. So, ich weiß nicht, ich mache jetzt einfach noch ein bisschen Blush auf die Wangen. Das ist dieses Rote von H&M. Ist leider jetzt auch ein bisschen dunkel schon geworden. Ich hoffe, das Licht ist trotzdem noch einigermaßen in Ordnung. So, wie gesagt, ein kleines bisschen Blush. Und ich habe was Neues gekauft. Und zwar von P2 diesen, wie nennt sich das, Perfect Face Soft Focus Highlighter. Und oh mein Gott, der ist so toll. Ist eben so ein Stick. Und ich werde ihn euch jetzt vorführen. Ich hoffe, man sieht das auch noch bei dem Licht. Na, ich mache das so ein bisschen auf der Seite so. War wirklich ein Fail jetzt auf der Nase. Ist eben richtig, richtig schönes Gold. Und der hat eben auf der anderen Seite hier noch so einen Applikator. Und damit werde ich das jetzt einfach mal versuchen. Der ist ja dafür eigentlich auch gedacht. Und damit kann man das eben dann so verstreichen.
habe ein bisschen viel auf der Nase erwischt. Könnt ihr davon was sehen? Ich kann euch den auch einmal auf die Hand swatchen. Bäm, oder? Das Einzige, was ist, der lässt sich nicht mehr zurückdrehen gescheit. Also wenn ich so drehe, muss ich dann nochmal so draufdrücken. Das ist ein bisschen blöd. Und ich zeige euch das nochmal mit diesem Teil. Oh, Kamera leer. Ich mache noch ganz kurz meine Lippen. So sehe ich dann aus. Ich habe auf die Lippen noch einen Lippenpencil aufgetragen. Und zwar ist der von P2. In der Farbe Romantic Rosewood. Und ja, den habe ich auch neu gekauft. Ich weiß nicht, hier könnt ihr vielleicht den Highlighter ein bisschen sehen. Ja, das ist das fertige Make-up. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen krass geworden. Vor allem mit den Wimpern eben noch. Aber es gefällt mir eigentlich so ganz gut. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis bald. Ciao.